Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wunderschönes Wetter und deswegen fahre ich mal wieder mit meiner kürzlich gekauften Motorradjeans und wollte jetzt mal so die in meinen Augen wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Hose zusammenfassen. Also, Motorradjeans habe ich mich lange vorgesträubt. Also ich habe ja angefangen mit einer Stoffhose, also Stoff-Motorradhose aus speziellem Material halt, relativ abriebsfest, wasserdicht, aber auch sehr locker und mit nicht so wirklich guten Protektoren, glaube ich, ausgestattet, um beim Unfall glimpflich davon zu kommen. Dann habe ich mir eine Lederhose gekauft mit einigen Stoffeinsätzen an den Stellen, wo man halt Stretch braucht, und war damit sehr zufrieden. Also ich fühlte mich in der Lederhose fühle ich mich auf dem Motorrad am sichersten. Das Problem dieser Lederhose ist halt, sie ist schwarz, sie ist relativ dick, was ja ein Vorteil ist in puncto Sicherheit, aber sie ist auch mega warm. In Kombination mit diesem heißen Motor, will ich es mal sagen, warmen Motor, kommt man da schon, kommt es zu Problemen. Also ich spüre schon, habe schon gespürt teilweise, dass meine Waden oder auch die Knie angefangen haben zu pulsieren. Also das Blut hat sich halt durch die Lederhose, weil das halt hier eingequetscht wurde, schon angefangen zu pulsieren und entsprechend unangenehm wurde. Also lange Touren waren ja unangenehm. Der weitere Nachteil einer Lederhose, also der Lederhose, die ich habe, ich weiß nicht, ob das bei anderen Lederhosen auch der Fall ist, sie war am Arsch sehr glitschig. Also wenn ich gebremst habe oder härter gebremst habe und mich nicht klammern konnte hier an meinen Tank, bin ich nach vorne gerutscht. Das gleiche bei Kurvenfahrten und so. Ich bin halt schön auf dem Arsch hin und her gerutscht und das kannte ich von der anderen Stoffhose gar nicht. Und dann habe ich mir die angeguckt. Dann sind auf der Stoffhose nämlich so zwei Lederstücke oder so, ja, so Anti-Rutsch-Elemente eingebaut. Und die haben halt verhindert, dass ich hin und her rutsche, was bei der Lederhose halt nicht der Fall war. Kann sein, dass das bei teuren Lederhosen der Fall ist. Meine hat, glaube ich, 120 € oder so gekostet. Was ja auch jetzt nicht wenig ist, weil sie auch, also sie gehört so in die untere Mittelklasse, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Kombis, die halt für 1000 € oder mehr verkauft werden. Aber für mich war sie vom Leder und so weiter sehr gut. So, dann gab es neulich bei XL Moto oder irgendwie so ein neuer Shop, bin ich neulich drauf gekommen. Da gibt es immer mega Rabatte. Und da habe ich mir halt diese Jeans einfach mal bestellt, relativ dunkel, weil ich nicht wollte, dass sie halt so hell ist, und sieht im Grunde ganz normal aus. Man sieht halt hier nur an bestimmten Stellen, dass hier halt irgendwas drunter ist. Und man ist ja hier, sind halt Protektoren drunter, die waren schon dabei, Knieprotektoren waren, glaube ich, dabei, genau. Hüftprotektoren muss ich extra kaufen. Das sind halt so, ja, keine Carbon-Protektoren und kein so wirklich fester Kunststoff. Das sind halt so mehr Schaumstoff-Protektoren. Also es sind halt, wenn man bei niedrigen Geschwindigkeiten hinfällt, dürfte es relativ gut abgedämpft werden. Aber jetzt auch nicht so gut wie bei meiner Lederhose oder bei einer wirklich teuren Kombi, wo die Protektoren dann aus einem vermutlich viel besseren Material sind. So, dann ist hier natürlich Kevlar eingenäht. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass diese Hose komplett aus Kevlar besteht. Nein, das ist eine ganz normale Jeanshose. Der Oberstoff ist ganz normale Jeans. Darunter ist ein zusätzlicher Layer eingenäht, der dafür sorgt, dass, wenn man hinfällt, sich halt, dass man halt diesen reißfesten Kevlar-Schutz hat. Und das ist halt so eine gelbe Schicht, die geht ungefähr, glaube ich, bis wohin geht sie? Ich glaube, bis hier irgendwie so. Ich glaube, unter den Bereich des Knies, wo man den Knieprotektor reinschieben kann, genau. Und dann halt hier oben und ich glaube, auf der Rückseite auch noch. Also immer, wenn ich die Hose ausziehen möchte, bleibe ich mit der Ferse halt hier irgendwo hängen.
Dadurch weiß man halt, dass das nicht komplett aus Kevlar ist, also nicht komplett eine Hose aus Kevlar, sondern halt nur eine zweite Schicht an Stellen, wo man dann vermutlich sich die Haut aufreißen würde, wenn man halt auf den Asphalt fällt mit höheren Geschwindigkeiten. Oh, sorry. Genau. Und das Geile ist ja an dieser Hose, dass man für Temperaturen wie jetzt 25 Grad bis neulich bin ich, glaube ich, bei 32 Grad gefahren oder so, wirklich gut fahren kann. Und man spürt hier schön den Wind. Ich habe ja natürlich hier drunter noch eine Funktionsunterwäsche, also komplett nackt fahre ich ja nicht. Also ich fahre jetzt nicht mit nackter Hose. Müsste ich jetzt mit dem Motorrad zur Arbeit fahren und dann eine Jeans anziehen, dann würde ich wahrscheinlich komplett nackt darunter fahren. Aber jetzt habe ich halt noch eine Funktionsunterwäsche drunter. Und man spürt trotzdem diesen Luftzug. Also es wird nie zu warm. Und das ist halt der größte Vorteil für mich. Also man hat bei einer Jeans erstens den normalen Look. Also es sieht normal aus, obwohl die ein bisschen zu lang ist. Ich hätte nicht 54 Länge nehmen müssen, sondern wahrscheinlich 52. Und normalen Look, aber noch einen gewissen Grad an Sicherheit, der bei den Geschwindigkeiten, in denen ich mit dieser Jeans fahre, kein Problem. Wenn ich auf Tour gehe oder sonst, ziehe ich natürlich meine Lederhose an. Also das steht ohne Zweifel fest. Das ist natürlich klar, dass man, wenn ich zum Beispiel wieder in den Harz fahren würde oder natürlich meine Lederhose anziehe, weil das natürlich auch, wenn man über die Autobahn fährt oder die ganze Zeit über die Landstraße, ist das halt zu gefährlich, dass man da irgendwie in einen Unfall gerät und dann die Schutzkleidung auch wirklich benötigt. In dem Fall, für mich ist das der beste Kompromiss, um in der Stadt und so, ja, für kleinere Besorgungen oder halt zur Arbeit zu fahren und dann halt einen gewissen Grad an Sicherheit zu fahren, ohne dass man jetzt mit kurzen Hosen fährt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil da hat man überhaupt keinen Schutz. Und die Hose ist schon auch bei Geschwindigkeiten von 50 km/h luftdurchlässig genug, um damit gut Luft zu bekommen und nicht zu überhitzen. Und das, obwohl ich Funktionsunterwäsche trage. Also ich spüre auch den Luftzug mit Funktionsunterwäsche. Da komme ich jetzt raus. Mir wird auch langsam ein bisschen warm. So. Aber das Gute ist ja, das Motorrad bleibt kühl. Also das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Genau, also das sind halt die wichtigsten Punkte für mich, pro Jeans und Contra Jeans. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon habt. Also früher war ich halt so negativ dafür eingestellt, aber mittlerweile, ich habe mich halt damit ein bisschen beschäftigt, darüber gelesen, wie das funktioniert und so weiter. Und ich fühle mich bei diesen Geschwindigkeiten halt, so wie ich jetzt hier fahre in der Gegend, weil ich jetzt noch kurz zum Kumpel fahre, was besorgen. Und da fühle ich mich eigentlich sicher und natürlich ein paar Fotos machen und so weiter. Und die Videos aufnehmen, da fühle ich mich sicher, wenn ich weitere Strecken fahren würde oder Autobahn oder Landstraße längere Zeit, dann würde ich mich halt nicht so wirklich, dafür finde ich es halt nicht gemacht. Und für die Stadt ist es eigentlich perfekt, weil man eigentlich bei 50 Stundenkilometer oder so 60, wenn man so fährt, eigentlich ziemlich sicher ist. Ja, können wir mal gerne sagen. Und die Hose hat jetzt statt 100 irgendwie 40 Euro gekostet. Also müsst ihr mal bei dem Shop gucken, XL Moto oder so heißt der. Irgendwie sowas. Genau. Also könnt mir gerne sagen, was ihr von Motorrad-Jeans haltet, ob ihr selbst damit fahrt oder ob ihr immer mit Lederkombi fahrt oder was auch immer ihr anzieht, aber kurze Hose dann hoffentlich nicht oder normale Jeans, weil die sehen halt aus wie normale Jeans und schützen im schlimmsten Fall vor Abschürfungen, die halt euch eure Beine verunstalten wird. Und man hat halt noch Hüftprotektoren und Knieprotektoren. Also das ist halt für mich auch eine ziemlich wichtige Sache. Ja, das war es auch mit diesem Video zu Motorradjeans. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr es unsicher haltet oder vielleicht werde ich auch mittlerweile schon zu leichtsinnig in dem Bereich, dass man halt dann doch lieber mit der Lederhose fahren sollte. Jo, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.